Herzlich willkommen, liebe 96TV-Zuschauer, zum Testspiel unserer Mannschaft am Freitagabend gegen Rot-Weiß Erfurt. Derzeit auf Tabellenrang 8 in der dritten Liga. Wie zuletzt gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga schickte unser Chefcoach Taifun Korkut sein Team im 4-1-4-1-System aufs Feld. 8 Spieler sind auf Länderspielreisen, unter anderem alle Keeper, bis auf den noch nicht einsatzfähigen Markus Miller. Daher im Tor Maximilian Brünig aus der U23-Mannschaft. Ja, und vorne als einzige Spitze drin Didier Jakonan, der erstmals seit seiner Rückkehr im Winter 90 Minuten durchspielte. Geburtstagskind Joselu nahm zunächst auf der Bank Platz, erkältungsbedingt nicht im Kader, war Leon Andreasen. Bei nasskaltem Wetter brauchten beide Mannschaften so ein bisschen, um in die Partie zu kommen. Gut 5 Minuten rum, Erfurt mit einem ersten Vorstoß über die linke Seite. Schöne Verlagerung auf Wiegel und der hält einfach mal drauf. Aber gut pariert von Brünig im 96-Tor. Ja, die Gäste begannen mutig und mit neuem Personal an der Linie. Der bisherige Co-Trainer Christian Preußer hatte unter der Woche Chefcoach Walter Kogler im Amt beerbt. Dann aber 96, 24. Spielminute, diagonale Spieleröffnung von Felipe. Hier sichert Schmiedebach den Ball zu Schlaudraff. Und der marschiert. Feiner Pass auf Brion, zurück zu Schlaudraff. Und für den ist es dann nur noch Formsache. Feines Zusammenspiel unserer 13 und unserer 21. 1200 Fans in der HDI Arena freut's. 1:0 für 96 im immer stärker werdenden Regen von Hannover. Und 96 machte weiter über den linken Flügel. Hier kommt Pripp an den Ball. Der schaut, der guckt, der flankt und da ist Stindl. Und in der Slow-Mo sehen wir, das war eine bärenstarke Parade von Klevin im Erfurter Kasten. Also blieb es bei der unterm Strich verdienten 1:0 Führung von Hannover 96 zur Halbzeitpause. Zum zweiten Durchgang brachte Korkut Maurice Hirsch für Brion und später kamen dann noch Joselu, Panda und Karaman für Gülselam, Schulz und Schlaudraff. Rein in den zweiten Durchgang, rein in die 65. Spielminute, 96 über rechts. Das ist Schlaudraff und der schickt Stindl schön in den freien Raum. Und dann ist der Ball plötzlich im Erfurter Kasten. Ein Eigentor war es durch Luca Odak. Aber wir sehen in der Slow-Mo ganz schön, zur Not hätte Joselu den Ball hinten eben einfach selber gemacht. Vorher aber, und das muss man nochmal hervorheben, ein wunderbar feines Pässchen von Jan Schlaudraff, der hier seinen Kumpel Lars Stindl schön über den rechten Flügel schickt. Und 96 machte weiter. Diesmal über den linken Flügel, das ist Pripp. Er bringt schön Panda in Position, hereingegeben. Wunderbar zurückgelegt von Joselu zu Pripp und der macht ihn rein. Das 3:0 für 96 mit dem rechten Fuß, dem vermeintlich schwächeren. Davon sehen wir hier aber gar nichts. Ein echter Strich, nichts zu halten für den Erfurt-Keeper. 96 insgesamt stark über die Flügel unterwegs. Hier einmal mehr von Erfolg gekrönt. So, und einen haben wir noch. 75. Schöne Kombination über den rechten Flügel. Hirsch im Zusammenspiel mit Karaman hereingegeben. Und dann Joselu ganz knapp am Tor vorbei. Apropos vorbei, das war der letzte Höhepunkt einer munteren Partie. Bei widrigsten Witterungsbedingungen. Chefcoach Taifun Korkut freut sich über einen guten Test und gibt eine klare Antwort auf die Frage, was er in erster Linie daraus mitnimmt. Ja, ein Sieg, der tut gut. Und jetzt auch gerade in dieser Woche und vor den zwei Tagen, die die Mannschaft jetzt auch frei bekommt, dass wir da nochmal mit einem guten Gefühl in diese Tage reingehen und dann nächste Woche uns vorbereiten auf dieses wichtige Spiel gegen Frankfurt. Der Trainer gibt die Marschroute vor. Am Ostersamstag geht es bei Eintracht Frankfurt um ganz wichtige 3 Punkte für den Klassenerhalt. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss.